Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Heute stelle ich den Kanal... von YouGames vor. Ja, das ist ein Let's Player, mit dem habe ich schon Wolf Blocks zusammen gemacht. Ein ganz lustiger Typ. Und er hat ein Banner, das ist so schlicht, wie doch genial, oder? Muss schon mal sagen. Vor alle Dinge, dieses Gesicht ist hier. Ist ja super. Ja, ich muss ihn ja natürlich deabonnieren, damit ich sehe, ob er einen Trailer hat. Aber wie ich feststellen muss, der hat leider keinen Trailer. Leider. Der hat so viele schöne Sachen schon gemacht, können wir einen schönen Trailer zusammenstellen. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten, Uploads, aktuell hat er aufgelistet. Dann hat er es unterteilt nach Minecraft, Action, Shooter und Horror, also nach Genre. Das ist auch so, wie es bei mir quasi auf dem Kanal ist. Ist auch nach Genre und dann hat er das auch bei sich gemacht. Nach Simulatoren und The Walking Dead und dann nochmal, was er angezockt hat und so Geschichten. Also sehr schön umgesetzt. Es gefällt mir ganz gut, die erste Seite. Die spricht ja auch ein bisschen dafür, wie es sich gibt, der Let's Player. Und das ist, gefällt mir sehr gut. YouGames. Jo. Also, dieses Ula. Das ist seine Begrüßung. Das ist einfach so. Man weiß auch genau dann, welchen Kanal man sagt. So, jetzt hier wir sehen eine kurze Vorstellung, wie es im Spiel heißt und wie er auch privat heißt quasi. Und was dann alles noch kommt soweit. Und? Wo ist das denn? Das ist irgendwo. Irgendwo stand das doch, oder? Also der bringt jeden Tag ein Video raus, habe ich gesehen, glaube ich. Und das ist eigentlich ganz schön, weil der Upload ganz gut ist und das sehen wir auch gleich. Also, der gute Mann hat 236 Abonnenten bei 5776 Aufrufen. Angefangen hat er, man weiß es nicht genau. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Und ja, wir gucken mal weiter, wie die Video-Content-Upload denn ist. Ja, also ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf, sechs, eine Woche, bla. Also mindestens, könnte man fast sagen, täglich kommt ein Video. Aber man kann sagen, in der Woche kommen auf alle Fälle mehr als vier Videos in der Woche. Das ist ganz schön, das gefällt mir auch ganz gut. Und wenn ich mir das höre, dann hat eins, zwei, drei Stück in der Woche. Also mindestens jeden zweiten Tag kommt ein Video, das eigentlich für den Content her sehr gut ist. Man muss ja auch die Dinge auch erstmal aufnehmen, ne? Das ist ja immer, wenn die Leute sich hinschätzen und sagen, da kommt ja nicht jeden Tag ein Video, zwei oder drei. Ja, man ist kein Kronk. Kronk nimmt auf und das war's. Er bearbeitet die Scheiße nicht mehr weiter, das machen andere Leute für ihn. Wir kleinen YouTuber, wir nehmen es auf, wir schneiden es, wir vertonen es, wir bearbeiten das, wir machen die Thumbnails, alles machen wir selber. Und der Kronk macht das nicht mehr selber, der nimmt auf und lässt es dann schneiden. Und weiter bearbeiten. Was er auch bei dieser Fülle auch machen muss. Aber YouGames und ich und meine Wenigkeit und andere, die müssen halt alles selber machen. Und dann kann man nicht immer jeden Tag was hochbringen. Aber er bringt mindestens vier Parts die Woche, drei Parts die Woche. Alle zwei Tage quasi kann man sagen, kommt was. Und das ist ein sehr schöne Upload-Verhalten. Es wird einem nicht langweilig die Woche. Jetzt gucken wir mal, hat er denn auch Playlisten gemacht, der gute Mann? Und er hat Playlisten gemacht. Das ist sehr schön. Playlisten finde ich super für die Übersicht des Kanals. Und ich muss mich nicht unter allen Videos, weil wenn ich mir hier alle Videos von zum Beispiel Protec rauen gucken will, dann muss ich dann hier gucken, da ist was dazwischen und dann fehlt mir vielleicht ein Part und so. Und bei so Playlisten, wie es hier schön säuberlich gemacht ist, drücke ich auf Protec, pupp, will ich alles sehen und dann kriege ich auch alle angezeigt und kann sie mir nach und nach angucken. So ist es. So, aber wie immer, damit wir auch wissen, von was wir reden oder wissen, wie ihr redet, werden wir jetzt wieder ein bisschen reinhören in so ein Video, in dein Let's Play. Und zwar das Neueste, was er angefangen hat, das ist Spider-Man. Und viel Spaß dabei. So. Klatsch. Und der dritte ist da hinten. Bingo! Und schon haben wir alle gehackt.
Okay, Alphabet City, sprich mit mir. Karte von Manhattan öffnen, V. Okay. Kann ich jetzt theoretisch, keine Ahnung. 1000 haben wir, das reicht leider noch nicht für ein neues Upgrade. Heldentaten verbessern Spider-Mans Ruf und gewähren ihm Boni auf die Fähigkeiten seines Anzugs. Lässt du der Kriminalität jedoch freien Lauf, wird J. Jonah Jameson von Daily Bugle nicht eine Sekunde zögern, Spider-Mans Ruf zu zerstören. Weiter geht's. Ab und zu gibt es Helden-Events in der Stadt. Nach einer Weile erreicht jedes Event eine kritische Phase. Dann heißt es Beeilung. Bist du zu langsam, wird Spidey für seine Untätigkeit verantwortlich gemacht. Was willst du denn mit Waffen? Dein Ding war doch immer Brandstiftung. Hauptziel, ja, untersuche Straßenverbrechen. Okay, dann. So, das war ein kleiner Einblick auf sein Let's Play. Spider-Man hört sich sehr, sehr, sehr interessant an. Ich glaube, er hat auch jetzt Daylight angefangen. Das würde ich auch noch machen. Und er gruselt sich aber jetzt schon alleine. Aber das sind so neue Dinge, die er hat. Im Gegensatz oder zu, parallel zu Minecraft. Und das hört sich sehr, 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 sehr interessant an. Also mir gefällt der Junge. Ich habe ja schon mit ihm zusammen gespielt. Sehr amüsant. Sehr, sehr ehrlich und so Geschichten. Das ist sehr wichtig. Und ich habe ein Abo geklickt, habt ihr ja gesehen. Ich hatte es ja vorher schon abonniert, aber ich muss es ja deabonnieren, um zu sehen, ob das Trailer kommt. Also habe ich das wieder abonniert, obwohl ich es vorher deabonniert habe. Also ich hatte es aber schon vorher abonniert. Alles klar? Ich blicke nicht mehr durch, aber es macht auch nichts. Also, YouGames, zu empfehlen, abonnieren, liken und guckt euch die Videos an. Guckt euch mal seine Vielfalt von den Let's Plays an. Jetzt habe ich mich selber verschluckt. Ich bin gar nicht mehr da. Guckt euch seine Let's Plays an und gebt ihm Kommentare, gebt ihm Feedback. Gebt ihm Feedback und wenn es euch gefällt, gebt ihm doch bitte einen Abo oder ein Däumchen nach oben. Das bringt einen ja auch schon sehr weiter, ne? Ja, so ist das. So, soviel zu YouGames. Der macht das wirklich schön. Hatte ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon, so mehr beiläufig, ne? So, in eigene Sache wie immer. Achso, nee, nicht wie immer. Ich muss ja vor der eigenen Sache muss ich sagen, dass der Kanal-Link wieder in der Videobeschreibung verknüpft ist. Und wie immer. Und müsst ihr da so klicken und plups mehr sehen. Und dann da könnt ihr dann so da draufklicken. Und dann kommt ihr auf den Kanal von YouGames. Alias Kev und alias sein Kumpane, der Chef Asi. Der heißt aber, wie heißt der? Der heißt Gary, der Gary. Ah, hab schon wieder verpasst. Ich hab schon wieder vergessen. Wird schlimm. So, und jetzt in eigener Sache. Kritik, Kommentare und sonstige Informationen, die ihr loswerden möchtet, in die Kommentare. Und ja, das war's eigentlich. Wenn ihr eine Kanalvorstellung haben wollt, dann geht auf meinen Kanal. Geht oben in dem Banner ist ein Link verknüpft, der zu dem kleinen Anmeldeformular führt und ausfüllen und glücklich sein. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Zockerpapa und tschö. So, wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Du kannst jetzt kommentieren, du kannst liken. Und du kannst auch abonnieren, wenn du keine weitere Folge mehr von den Let's Plays verpassen willst. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß. Ich hoffe, es hat dir etwas Spaß gemacht. Und bis dann, dein Zuckerpapa und tschüss.